Change the model, change the world. Ändern Sie den Motor, ändern Sie das Depot. Offensichtlich versteht mich Google genauso schlecht, wie es früher meine Englischlehrerin Monika Barowski verstanden hat. Ich kann es eben nicht aussprechen, obwohl ich doch vieles verstehen kann. Auch die Ideen, die hier auf dieser Folie angedeutet werden und die man dort auch nachvollziehen kann. Versuche ich es eben jetzt in Deutsch zu erklären. Change the model, change the world. Das Modell ändern und die Welt mit verändern können. Das ist meine Interpretation der Optionen, die das Lizenzmodell der Creative Commons mit Namensnennung liefert. Und die möchte ich jetzt im Folgenden etwas ausführen, in der Hoffnung, dass Sie vielleicht Interesse haben und sich die übrigen drei Videos, die zu dieser Serie gehören, auch anschauen. Worum es geht, es ist die Kooperation beim Bildungssponsoring, die ich suche mit Partnern, die die Dinge abdecken, die ich nicht so gut kann. Aber da will ich zunächst mal dieses Dreieck, dieses gleichseitige Dreieck, in dem ich mitten rein die Win-Win-Win-Situation mit der Lizenz zur Bildung angedeutet habe, die basiert auf dieser genannten Creative Commons Lizenz mit Namensnennung. Das, was dahinter sich verbirgt, in Englisch will ich also Ihnen jetzt nicht antun, aber ich will erklären, wie diese drei Spitzen hier, diese Ecken des gleichseitigen Dreiecks zu verstehen sind. Bei offenen Bildungsmaterialien, da haben die Nutzer den Vorteil, sie können damit frei tun und machen, was sie wollen. Sie können es kopieren, sie können es remixen, steht ja auch hier in Englisch. Und sie müssen sich auch keine Gedanken um die Rechtssicherheit machen. Aber das kostet denen nichts. Aber die Autoren, die diese Bildungsmaterialien erstellen sollen, also beispielsweise wir oder unsere Autoren, die müssen trotzdem honoriert werden, weil das dauert genauso lange, wenn man Gutes erstellt, wie das früher gedauert hat. Die Qualität muss stimmen, das Lektorat muss vorhanden sein und die Leute brauchen Geld. Aber wie kommt man an Geld, wenn die Nutzer dafür nicht zahlen? Da kommen die Ideen auf, die ich also auch schon beim Sportsponsoring wahrnehme. Wenn Amateure nicht in der Lage sind, Spitzenleistungen zu vollbringen, und das ist bei den offenen Bildungsmaterialien durchaus so, dass nicht alle Graswurzelautoren das so hinkriegen, dass das spitzenmäßig ist, dann muss man sich überlegen, wer kann das finanzieren. Beim Sportsponsoring tun es Firmen, die dafür sorgen, dass deine Arena Mercedes-Benz Arena oder Allianz Arena oder Commerzbank Arena heißt und dass an den Banden eben bestimmte Begriffe stehen oder auf den Trikots der auflaufenden Sportler, da steht ein Stern oder ein Symbol von einer anderen Automarke. Und ähnlich kann man das also auch durchaus andenken, wenn man jetzt an Bildungssponsoring denkt, weil die öffentlichen Kassen sind leer oder sind sehr zugeknöpft. Und wenn Firmen wie mein Verlag darauf warten, dass sich die Kassen auftun, dann sind wir wahrscheinlich schon längst pleite. Also muss man andere Wege denken. Und ein Weg ist eben durch diese Lizenz. Da steht hier dieses bei. Das heißt also Creative Commons Lizenz mit Namensnennung. Und das eröffnet Möglichkeiten, wie wir sie ja eben bei dem in Analogie gezeigten Sportsponsoring zeigen. Die Namensnennung muss erfolgen. Und da kann man natürlich auch Links mit reinbringen. Und das wirkt dann sinnbildlich ähnlich wie eben die Verlinkung der Unternehmen mit den Sportereignissen. So haben wir also hier die Backlinks zu den Seiten der Sponsoren. Zusätzlich kommt natürlich noch die öffentliche Wahrnehmung, mit denen die Unternehmen, die Bildung, die kostenlose Bildung befördern. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, die wir da sehen. Die Idee dahinter wird näher beschrieben. Hier ist im März ein Artikel erschienen, der bestärkt mich in meiner Ansicht, dass das eine Option ist. Business Use is inspiring, habe ich unterstrichen. Also ich will jetzt nicht mehr in Englisch vorlesen, um Ihre Ohren nicht zu gefährden. Das kann man sich aber anschauen. Wer Suchmaschinen kennt und weiß, wie man diese Begriffe eingibt, der wird die Originalartikel finden. Ich selbst
habe hier weitere Videos, die ich Ihnen dann empfehle, wenn Sie diesen ersten Ausführungen folgen konnten. Dann schauen Sie sich das zweite Video an. Partizipation fördern habe ich hier als Titel hingeschrieben. Da geht es darum, das Urheberrecht eben erstmal zu verstehen und was für Möglichkeiten verbergen sich dahinter, wenn man das durchdenkt, was ich hier eben angedeutet habe. Medienkompetenz vermitteln ist eine ganz wichtige Sache. Ich weiß es von meinen Kollegen, ich war ja selbst viele Jahre Ausbilder oder IT-Trainer. Die wenigsten Lehrer sind in der Lage, solche Dinge, wie ich sie hier vorführe, selbst durchzuführen oder mit Schülern durchzuführen. Das muss denen vermittelt werden, dass sie das nicht sofort können. Liegt ja daran, die Ausbildung ist lange her und die Lehrpläne, das braucht Jahre oder Jahrzehnte, bis dass sich das nachhaltig ändert. Das heißt, man muss die Möglichkeit nachträglich schaffen, sich weiterzubilden. Und das wird in dem Video 3 dargestellt, wie Unternehmen wie das unsrige, wie die Blue Pages GmbH sowas sich durchdenkt oder durchdacht hat. Ich habe es schon angedeutet, wir suchen Partnerschaften, weil wir sind Spezialisten in der Erstellung von Materialien und von Assessments vor allen Dingen. Aber was wir nicht können, weil wir das eben nicht die letzten Jahrzehnte getan haben, das ist, die Sponsoren auf geeignete Weise anzusprechen oder die Betriebe, die die Finanzierung dann durchführen. Und dafür suchen wir Sie. Das könnten Verlage sein, aber die werden wahrscheinlich den Teufel tun, weil das ihr bisheriges Geschäftsmodell gefährden könnte, sondern wir denken da auch an Sponsoring-Agenturen, an Werbeagenturen, die da vielleicht beim Sportsponsoring schon aktiv sind oder sich da reingedacht haben und sich vorstellen können, das jetzt auch auf die Bildung zu übertragen. Wenn Sie da also mehr Details benötigen, ich verweise also damit auf diese drei Videos und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.